Moin meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Mit dabei ist Flying Kenny am Start. Heute wird Folgendes stattfinden. Ich fange heute an, ein schönes, geiles Video zu drehen. Kenny, komm mal her. Für meinen Hauptkanal. Kenny, mach mal Fuß. Das ist fein. Die Leine so zwischen... Hey! Fuß! Die Leine zwischen den Beinen ist. Und ab. Genau. Heute richtig... Ich krieg Besuch von Eike. Guter Fitnessathlet. Wir werden richtig schönes Training abfilmen. Es geht so wieder zurück in die... Ah, man kennt ihn. Da muss ich jetzt erstmal ganz dringend eine Tüte von da holen. Auf jeden Fall. So, Pre-Workout wird getrunken, allerdings im Büro. Paul steht vor mir mit einer hochqualitativen Kamera. Ja. Ah ja, 4K sagst du, ja? Mhm. Und mit dabei, meine Damen und Herren, ist heutiger Trainingspartner. Moin. Der gute Eike ist am Start. Wir werden heute trainieren. Eike und ich, pass auf, kann ich hier auch Weitwinkel machen? Nee, das geht nicht, natürlich. Das geht nur nicht. Frontkamera. Genau. Eike und ich wollen heute für meinen Hauptkanal einen schönen Trainingspart abdrehen. Das Video wird ein cooles Video, kommt noch davor und danach noch ganz andere Sachen. Und Eike und ich haben sehr vieles vor. Geile Sachen. Richtig geile Sachen. Wir wollen wieder so richtig, wie es damals vor 6, 7 Jahren war, den ganzen Aufschwung nochmal so richtig zum Leben erwecken. Wir haben einfach Bock, das können wir schon mal sagen, und legen heute los. Heute ist so unser erster... Eike wurde eiskalt unterbrochen von der Instagram-Story. So, was wolltest du jetzt sagen? Ja? Interessant. Was war es nochmal das Thema? Ach Quatsch, wir machen auf jeden Fall geiles Stuff heute. Und wir gehen gleich ins Rückentraining. Genau. Und für mich sogar das erste Mal Gym dieses Jahr. Er ist auch immer nur, wir machen beide die gleiche Leidensphase, haben wir durchgemacht. Home Gym, schön und gut, ja, aber im Endeffekt. Ja, so halt das Gym bleibt Gym, ne? Richtig, Gym bleibt Gym. Ist so. Und gleich kommt wieder schön Feeling auf. Geil, Kameramann. Wir nutzen, pass auf. Buff. Digga, guck ich dir an, Alter. Was guck mal, deine langen Schuhe an, ey. Digga, wenn mein Fuß schon so lang ist, ne, will ich nicht wissen. Ja, gut. Also sehen wir uns gleich im Training und Sonntag ein Video auf dem Hauptkanal. Wirklich, das wird nur, guck mal, 4K-Kamera, das wird ein geiles, schönes, tolles Video. Deswegen Sonntag Flying Uwe und wir sehen uns gleich beim Training. Leute, wir sind mittendrin, standen dabei. Die Spritze haben wir uns auch schon gegeben, sonst läuft ja nichts. Trainieren heute Rücken. Rücken für die Mücken. Rücken für die Mücken. Paul filmt fleißig ab. Ha? Das ist einfach so ein geiles Gefühl. Ich bin das erste Mal wieder offiziell so richtig im Gym am Trainieren. Das erste Mal wieder richtig an Maschinen. Alter, ich bin aus dem Sicht. Eike ist am Schwärmen. Er ist das erste Mal wieder im Gym. Er trainiert seit 6 Wochen wieder und ich trainiere nach knapp 4 Wochen wieder. Und für uns beide ist das einfach geil, wieder so zusammen trainieren und er schwärmt immer noch. Guck mal. Machst du dann die Kamera, jetzt wenn ich nicht mal ja, kann? Ja, genau, so, genau das will ich. Komm mal, guck, ob du noch einen hinkriegst, komm. Ja, so wollen wir das sehen, genau ja, geil, so. Ja, yeah. Das ist Training, Mann. So, wir hatten ein richtig geiles Training, Rückentraining, Bizeps-Training. Eike ist auch schon entspannt nach dem Training. Ja, schon geduscht habe ich gerade. Genau. Hier alles am Starten, jetzt gibt es erstmal was Leckeres. Jetzt hier. Was hast du da, Eike? Aha. Das ist das vegane Lentil Curry von Fit Taste. Was haben wir hier? Ich habe hier... Ja, Fit Taste. Guck mal hier. Er hat sogar Fit Taste erwähnt und ich habe die Dinger hier bezahlt. Ne? Mal ganz kurz hier nebenbei hier erwähnt hier, weißt du? Ja, das ist keine Kooperation. Ja, schick uns mal ein paar Sachen rüber hier. Schick mal dem Eike ein dickes Paket und schick mal mir ein dickes Paket. Ja, ich habe hier schön Hähnchen mit Reis und Bohnen und wir lassen uns das richtig gut gehen. Und ganz wichtig, heute Abend spielt Deutschland wieder und Smile Rocks und Neosubs, Leute, ihr kennt uns. Den Gönjamin. Den Gönjamin. Ein Tor 10%, zwei Tore 20%, drei Tore 30%, vier Tore 40%. Wir gehen nur bis 4 Tore, weil wenn Deutschland jetzt hier einen 9-0 raushaut, dann sind wir komplett.
So, bevor das Spiel losgeht, Leute, starten wir mal ein feines Barbecue hier. Das wird sehr, sehr lecker. Was haben wir noch? Ein paar Würstchen oder was? Guck mal hier, ich habe mir ein bisschen Grill-Equipment gekauft fürs Pizza machen. Das hat mir letztens sehr gut gefallen bei meinem Kumpel. Und dann habe ich hier Maiskolben halt eigentlich. Ja, ich werde noch hier zum Flying Grillmeister, Leute. Oh, ich auch. Und dann am besten noch schön mit Salz oder so. Boah, geil. Mit Butter machen. Mit Butter. Mit Butter, ne? So Leute, wir sind mittendrin, statt nur dabei. Mel guckt sogar auch. Frau ist natürlich auch da. Und, wer ist der größte Fan? Ich! So Leute, ihr kennt die Spielregeln. Pro Tor gibt es 10% bei Smilodogs und Neosubs. Allerdings natürlich unsere Standardregel, das Ganze gilt natürlich nur bis 4 Tore. Also ihr könnt 40% erreichen. Wenn Deutschland 4 Tore macht, sind es 40%. Und wenn Deutschland zum Beispiel über die 4 geht, das heißt 5 oder 6 Tore, dann gibt es trotzdem nur 40%. Und das am süßesten, pass auf. Beep. Hey! Ja, Leute, genießt das Spiel. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, Deutschland holt die Tore für euch und dann könnt ihr bei Smilodogs und Neosubs richtig fetten Rabatt wieder raushauen. Ja, genau. Leute, was soll ich sagen? Wir sind enttäuscht. Meine große Tochter ist schon Zähne putzen. Sagt, ich gehe jetzt gleich zu Bett. Die Stimmung ist hier im Keller. Frau nuckelt am Daumen. Was ist los, Leute? Holt hier die Tore ran, hier, Mann. Die Prozente müssen raus. Da haben wir es doch, Leute. Da haben wir es doch. Zwar ultra unspektakulär, scheißegal. Der Ball wurde einfach hineingestupst, wurde er. Und die 10% sind euch sicher. Es geht weiter. Kimmich! Digga, was ist hier los? Ich mache hier die Storybuch und ja, hast du Müllers Blick gesehen, Alter? Wenn Blicke töten könnten, Leute, was war das denn? Was war das denn jetzt, Alter? Ich glaub's nicht, Leute. Ich drehe hier am Rad. Vor allem, die haben gar nicht gezeigt, was los war heute. Ja, das ging viel zu schnell. Wir waren mit ganz anderen Sachen beschäftigt, Alter. Die haben das genau richtig gemacht, die Ungarn. Die sind echt gut. Die haben Biss, die wollen. Die haben Ziel, die wollen. Ja, jetzt. Nein, da geht noch was. Komm, mach jetzt nicht diesen. 2 Tore. Da ist es doch, Leute. Da ist es doch. Endlich. Das ist mir echt zu stressig. Wir sind richtig drin, Leute. 20% für euch, ne? 20%. So, das Spiel ist vorbei, Leute. Deutschland hat 2 Tore geschossen. Das heißt, 20% auf alle Smilodogs-Produkte und 20% auf alle Neosubs-Produkte. Geht jetzt shoppen. Die Aktion gilt jetzt bis morgen 23.59 Uhr. Und ansonsten war das einfach ein spannendes Spiel. Wir können jetzt alle friedlich schlafen gehen. Es war wirklich spannend und hat großen Spaß gemacht und wir sind weiter.